Willkommen zum heutigen Video der Pfarre St. Lukas im Monat Juli. Im heutigen Evangelium berichtet der Evangelist Lukas von der Aussendung der Jünger. Er gibt ihnen den Auftrag, unter die Menschen zu gehen, wie die Schafe unter die Wölfe, ohne Hemmungen und Vorbehalte, um den Glauben zu bezeugen, zu verbreiten und die Menschen so auf Gott vorzubereiten. Und das gilt nicht nur für die 72 Jünger im Evangelium, sondern auch für uns heute. Und ja, dieses Gefühl des Glaubensbekenntnisses hatte ich vor etwas mehr als 2 Wochen, als wir mit der Fronleichnamsprozession durch die Dürener Innenstadt gezogen sind und den Menschen am Straßenrand und in den Straßencafés gezeigt haben, was wir wollen und was wir sind, nämlich eine bunte Gruppe verschiedenster Menschen, die im Geist Gottes eine bessere und friedlichere Welt erreichen wollen. Auch der Evangelist schreibt, wenn er in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. In der Vor-Corona-Zeit haben wir uns in jedem Gottesdienst als Zeichen des Friedens die Hand gegeben. Das ist momentan leider nicht mehr aktuell, aber es gibt auch andere Zeichen, wie ein Zunicken oder ein freundliches Lächeln. Gerade in der heutigen Situation, während ein furchtbarer Krieg ganz in der Nähe unseres Heimatlandes tobt und Elend bringt, müssen wir uns darauf besinnen, in unserem persönlichen Leben friedlich zu sein und Frieden zu verbreiten. Das muss uns genauso wichtig sein, wie Jesus bei der Aussendung der Jünger, die der Evangelist Lukas heute beschreibt. Erlauben Sie mir am Schluss bitte noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wie gesagt, wurden nicht nur die 72 Jünger von Jesus Christus ausgesendet, sondern letztlich wir alle. Dazu bieten sich auch die verschiedensten Möglichkeiten in der aktiven Mitarbeit an. Als Messdiener oder Messdienerin, in der Mitwirkung, in den Gottesdiensten und in den Chören, in den Ausschüssen oder Gremien und vieles mehr. Die Verantwortlichen in den Gemeinden und im Pfarrbüro geben gerne Auskunft. Item missa est. Geht, ihr seid gesendet. Gehen wir gemeinsam in einer großen Schafherde. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Monat Juli.